Reini, du schreibst in deinem Buch die 10 Survival-Regeln auf der Seite 18. Es gibt die Dreierregel und bei dieser Dreierregel, da sagst du was von 3 Sekunden in Panik, 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Stunden ohne Kälte, ja, das kenne ich. 3 Tage ohne Wasser, ja, das kenne ich auch, ist auch cool. 3 Wochen ohne Nahrung, ganz klar. 3 Monate ohne sozialen Kontakt, Blödsinn. 3 Jahre ohne medizinische Versorgung, geht's dir eigentlich noch gut, was soll denn der Blödsinn? Das steht in meinem Buch und wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, weil es dazu immer wieder Fragen gibt, genau zu dieser Dreierregel und wenn du die wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, dein Survival-Mentor, schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns die Dreierregel beim Überleben in der Natur anschauen, im Buch auf Seite 18 bei den 10 Survival-Regeln. Und diese Regel, diese Dreierregel, die kommt aus dem militärischen Überleben, beziehungsweise grundsätzlich einmal das ist eine Idee, damit du weißt, was kann mich da draußen umbringen und welche Priorität muss ich setzen. Ein Beispiel, die Kernidee oder der Kern der Dreierregel ist das erste, 3 Stunden in der Kälte, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Nahrung, so ungefähr, dass das keine Punktlandung ist, ist klar, aber so ungefähr. Und daraus setze ich meine Prioritäten, wenn ich zum Beispiel in der Natur einen Notfall habe. Ich werde mich nicht um Nahrung kümmern, wenn ich weiß, dass in der Nacht, und es ist zum Beispiel kalt, hier ist es aktuell kalt, es ist noch Eis, draußen ist alles gefroren, ich habe hier ein Feuer, da ist alles okay, aber wenn ich weiß, dass ich diese Nacht hier durchbringen muss oder vielleicht noch länger, dann werde ich mich zuerst um Shelter, Fire kümmern, ne? Also um Unterkunft und Feuer. Das kann man auswechseln, es kommt darauf an, worum es dabei geht, aber egal. So, ich werde nicht Nahrung suchen gehen. Damit ich die Prioritäten richtig setzen kann. Und ich werde auch nicht Nahrung suchen gehen, wenn ich weiß, dass ich nach 3 Tagen ohne Wasser, tot ist nicht der richtige Ausdruck, aber handlungsunfähig bin. Weißt du, Survival, Überlebenstechniken setze ich ein, um handlungsfähig zu bleiben. Das ist das Prinzip, handlungsfähig zu bleiben. Es spielt nämlich keine Rolle, ob du echt tot bist, klinisch tot bist oder eben herumhängst und dich nicht mehr bewegen kannst. Sobald du nicht mehr handeln kannst, bist du nicht mehr selbstbestimmt und wird deine Überlebenszeit kürzer. Und das ist entscheidend. So. Und jetzt kann man diese Dreierregel, wenn man Survival etwas weiter ausbreitet als nur Überleben in der Natur, in der Zeitdauer nach unten, also 3 Minuten und 3 Sekunden, oder nach oben 3 Monate und 3 Jahre dazu nehmen. Gehen wir mal zuerst nach unten. Gehen wir zu den 3 Minuten. Die 3 Minuten kommen aus der Erste Hilfe. 3 Minuten ohne Sauerstoff und der Mensch ist schlecht bedient. Es gibt immer wieder Ausnahmen, so wie in jeder dieser Regel, dass auch Menschen, die länger als 3 Minuten ohne Sauerstoff waren, bei Kindern sieht man das immer wieder, und trotz allem keine Schäden hatten und überlebt haben. Ja, das gibt's. Es gibt auch Leute, die länger als 3 Stunden bei minus 10 Grad überlebt haben. Es gibt auch Menschen, die 14 Tage ohne Wasser überlebt haben oder 7 Tage, da weiß ich es ganz genau, einer 7 oder 8 Tage sogar, das war in Österreich, oder 3 Wochen ohne Nahrung. Auch da gibt es Fälle, die es viel, viel länger ist. Aber es ist ein Anhaltspunkt. Es geht nicht um die Zahl, sondern es geht um das Gefühl, das du dabei hast und das du verstehst, wo sind wir denn? Und dann gibt es noch die weitere Sache, nach den 3 Minuten haben wir 3 Sekunden. 3 Sekunden in Panik. Und mit Panik ist jetzt nicht fürchtigen gemeint, oh, ich habe so eine Angst, was wird denn alles passieren? Und oh, ich fürchte mich und habe Angst. Also Furcht und Angst, das ist auch wieder ein Unterschied, aber egal, so, oh, und werde ich denn überleben? Sondern Panik heißt, da oben setzt irgendwas komplett aus und du machst nur mehr, wie man so schön sagt, Kacke. Ich habe schon einen panischen Menschen erlebt in meinem Leben und das ist unbeschreiblich. Du kommst mit Argumentation überhaupt nicht durch. Du kommst auch mit Emotion oder du kommst nicht durch. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wer das ist, aber diese Menschen muss man beruhigen. Und das geht manchmal. Manchmal auch nicht, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja kein Psychologe oder Psychiater, aber manchmal geht das nicht. Und die Idee hinter dieser Sache mit den 3 Sekunden ist, wenn du jetzt selbst alleine bist, dann ist das Wichtigste, worauf du dich besinnen musst,
Das haben schon viele andere Survival Trainer vor mir auch gesagt. Und das ist ja auch keine Erfindung von mir, sondern das ist eine unumstößliche Regel. Ja? Dass man runterkommen muss, dass man ein Überlebenskredo hat, dass man die Stop-Regel einsetzt, Stop, dass man runterkommt. Bei meinem ersten Überlebenstraining, das ich gemacht habe, ich glaube, es war jetzt im Jahr 2007 oder so irgendwas, aber ungefähr oder 8, sowas, ja. Nein, es war 2006. Das war mir jetzt wichtig, das herauszufinden, um das einzuordnen, genau. Beim Thomas Batzleiner in der Überlebensschule Tirol. Und der Thomas hat uns gleich am Anfang gesagt, der hat kurz vorher zu rauchen aufgehört, ja, aus so tirolerisch, ja, wenn du ein Problem hast, dann setzt du dich mal hin und rauchst einmal eine, rachst einmal eine, hat er gesagt. Leider schon verstorben, der Thomas. Und das ist es, das ist es. Da geht es nicht um eine Messertechnik, was man machen muss oder wo man Nahrung findet oder wo man das Harz herholt und wo Kinnspan und Birkenrinden, sondern es ist etwas da drinnen. Ja? Überleben beginnt im Kopf, ganz ein entscheidender Punkt. Ja? Und wenn du wirklich panisch bist, austickst, dann kommt kein Ratio, keine Rationalität mehr her. Und das gilt es zu verhindern. Das gilt es zu verhindern. Und wenn du mal einen panischen Menschen gesehen hast, wenn du das weißt, wie das ist, oder selbst einmal wirklich in Panik warst, nicht so ein bisschen Angst oder mehr oder weniger Angst, sondern echte Panik, wow, okay, dann ist aus. Ob man allein panisch sein kann oder ob man das in einer Gruppe sein muss, das sei dahinter gestellt, da diskutiert die Fachwelt drüber, aber so als Idee. So, das sind die Zeiträume nach unten. Und dann gibt es auch Zeiträume nach oben, und zwar 3 Monate ohne sozialen Kontakt und 3 Jahre ohne medizinische Versorgung. Auch da ist das nur ein Gefühl und das kann man auch anders interpretieren. Es gibt auch eine andere Interpretation, die sagt, 3 Jahre ohne sozialen Kontakt und 30 Jahre ohne medizinische Versorgung. Aber das ist so gar nicht der Punkt. Ich will mich gar nicht auf die Zahlen fixieren. Die sind nämlich Schall und Rauch. Es geht eher um was anderes. Ich habe es jetzt mal in diesem Buch hier, ja, auf der Seite 18 so niedergeschrieben, dass wir sagen, 3 Monate ohne sozialen Kontakt. Wie komme ich darauf? Es gibt, das ist ein Beispiel von vielen, einen Mann, der ein Selbstexperiment gemacht hat. Ich glaube, er war ein Franzose, er ist nach Kanada und der hatte Ausrüstung dabei, wirklich alles. Ein Gewehr, ein Zelt, ein Tarp, Schlafsäcke. Er hatte Reis mit zum Essen, was übrigens ein Fehler ist, aber das ist eine andere Geschichte. Er hätte Bohnen mitnehmen sollen, aber egal. Und der hatte Messer, Sägen, Axt, alles. Der ist mit einem Wasserflugzeug an einen Platz gebracht worden, an einem See. Er hatte Angelzeug mit zum Angeln. Er hatte wirklich alles mit, was man braucht. Feuerstahl, nichts. Das heißt, er war eigentlich unter Anführungszeichen mit Campingausrüstung draußen. Aber das ist nämlich der Punkt. Survival mit Ausrüstung ist Camping. Diese Aussage wirst du vielleicht auf der einen oder anderen Seite hören, ist Blödsinn. Sondern, und jetzt kommt's, er war einfach, ja, er konnte mit dem emotionalen Druck der Einsamkeit nicht zurechtkommen. Dann das Ding nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat fixfertige Fallen für Kaninchen mitgebracht und hat die aufgestellt, viele, und hat kein einziges Kaninchen gefangen, obwohl er den Code finden hat können, also die Losung. Das heißt, er hat gewusst, die sind da, diese kleinen Kaninchen. Verdammt, aber ich fange keins. Und das ist es am Weg ergangen und mit diesem Frust konnte er nicht umgehen. Also er hat dann wirklich auch geflucht, ich verstehe, ich würde auch fluchen, aber er hat dann einfach aufgehört damit und hat gesagt, okay, nein, das funktioniert alles nicht und hat eine andere Strategie gewählt. Und zwar, er hat nicht eine andere Strategie gewählt beim Fallenstellen, um mal herauszufinden, wie funktionieren diese Tiere, wie denken sie, wie handeln sie, sondern er hat einfach was anderes gemacht. Er hat gesagt, ah, der Platz ist scheiße. Ich gehe jetzt, ich habe eine Karte mit, ich gehe da durch drüber und da ist es sicher viel cooler, da ist sicher viel besser, weil da ist so ein Berg und das schaut so cool aus. Anstatt, dass er vor Ort geblieben wäre und durch diesen, weil er hatte alles, er hatte Wasser, er hatte an See alles, hat er gesagt, nein und will ich nicht und sowieso und überhaupt. Aber es soll jetzt auch nicht die Kritik sein an dem Herrn, aber der Punkt ist, wenn er jemanden gehabt hätte, das hat er auch selbst gesagt, wenn er jemanden gehabt hätte, er hat den Fehler auch eingesehen, mit dem er darüber reden hätte können, wäre es ihm einfacher gegangen. Er ist dann weiter marschiert und musste nach ungefähr 3 Monaten aufgeben, weil der hat die Kamera eingeschaltet und hat nur mehr geweint.
Jetzt kannst du sagen, ja, es ist ein Französisch, eine französische Memme. Ja, das würde ich nicht sagen, gell? Er hat dann angerufen ins Satellitentelefon und hat gesagt, hol's mich bitte ab, ich halte es nicht mehr aus, es geht nicht mehr. Er hat nur mal gesagt, warum mache ich das? Und meine Kinder, Kinder hat er nicht, meine Freundin und ich könnte jetzt wieder kreieren. Und dann, also zu weinen begonnen. Der ist total ausgedickt ohne diesen sozialen Kontakt. Und es gibt noch einen, der hat das auch schön dokumentiert, der war ein Jahr allein auf der Insel. Antibiotika brauchte er, weil er Probleme hatte und da wäre ihm fast weil er sich geschnitten hat und da wäre ihm fast der Finger vereitert, da hatte er dann Kontakt und bla und bi und bo. Und jetzt kommt's, er hat sich dann ein Schwein besorgt, das er gefangen hat. Da hat er eine Grube gegraben, das sind Wildschweine. Übrigens, die Insel war nicht ganz einsam, es waren auch einheimische Stämme dort und da hat ihn mal jemand besucht, aber das ist jetzt auch nicht der Punkt. Aber der hat ein Wildschwein gefangen und das hat er aufgezogen. Das war sein Wilson, so wie von, ja, von Tom Hanks, das du vielleicht kennst. Ja? Und das Schwein war seine Ansprechpartner. Und ich sag dir jetzt was, vielleicht wenn ich hier gestrandet würde, dann wäre das vielleicht, hallo, mit dem man reden kann. Das mit dem, die Survival-Techniken sind immer cool, dass man Feuer machen kann und so weiter, aber das kriegt man mit der Zeit in den Griff. Aber wenn du allein bist, wenn du isoliert bist, wenn du von den Menschen, die da wichtig sind und von der Art zu leben, die dir wichtig ist, abgeschnitten bist, freiwillig oder unfreiwillig, dann wird das echt ein Problem. Dann wird das wirklich wahrlich ein Problem. Und auf das musst du vorbereitet sein. Und über das musst du nachdenken. Nicht erst dann, wenn es soweit ist. Diese Männer, die diese Selbstexperimente gemacht haben, der zweite war auch ein Franzose, der auf der Insel war ein Jahr. Der war total fertig, wie dann Leute kommen sind und ihn abholen. Und der hat dann ihnen alles gezeigt und ich war dort und da. Und dann hat er gesagt, das Schlimmste ist, dass du etwas hast, ob gut oder schlecht, und kannst es nicht teilen. Und jetzt kommt es darauf an, wie du baut bist. Ob du mit so einer sozialen, emotionalen Situation zurechtkommst, dieser Isolation oder eben nicht, das weiß ich nicht. Aber du musst dich darauf vorbereiten. Ein letztes Beispiel und dann gehe ich zur nächsten Regel. Zur nächsten Dreierregel. Der war in Alaska und das eigentlich unvorstellbar. Er ist mit einem Flugzeug abgestürzt und hatte dort alles drinnen. Wirklich alles, komplette Survival-Ausrüstung und alles und überhaupt und sowieso. Wirklich alles, weil die Buschpiloten dort, die sind ja darauf vorbereitet. Und wenn ich über das nachdenke, ich verstehe es noch immer nicht, aber es war so. Er hat dann, ich glaube, er ist herumgegangen, hat herumgeschaut, das Funkgerät war irgendwie kaputt und das war ein Ding. Und er ist ein bisschen herummarschiert und ich glaube, er hat dann was gegessen und noch Zigaretten geraucht und so weiter. Und dann hat er den Revolver, den er mitgehabt hat, zur Abwehr von Bären, also so ein richtiges fettes Kaliber, und hat sich dann nach einiger Zeit, man weiß das ja nicht, wann er das gemacht hat, in den Kopf geschossen. Ist das jetzt durch die soziale Isolation gewesen? Ich weiß es nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, nur weil wir heute, ich sitze an einem netten Feuer und kann zu meinem Auto gehen, das ist ein paar Kilometer entfernt, wenn mir nichts passiert, du sitzt daheim oder wo auch immer und schaust dir das an, da kann man locker urteilen und sagen, naja, ich würde das tun und das kann ich mir alles nicht vorstellen. Aber der soziale oder die soziale Isolation macht viel, Panik macht viel und eigentlich ist Überleben die Sache da drinnen, in deiner Birne. Das ist ganz entscheidend. Und ob das jetzt 3 Monate oder 3 Jahre sind, ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielt. Und dann gibt es noch auf Seite 18 eben das letzte, 3 Jahre ohne medizinische Versorgung. Und ich muss dazu sagen, dass ich diese medizinische Versorgung, da habe ich auch Diskussionen gehabt, zum Beispiel mit einem Arzt, guter Freund, der Thomas, Dr. Thomas Kirgis, Notarzt und so weiter. Und der sagte, ja, aber er würde eigentlich dazu sagen, Hygiene. Er würde noch eine Regel einführen, jetzt, das Buch ist ja schon geschrieben und wenn es eine neue Auflage gibt, wird das verändert. Er würde das mit der medizinischen Versorgung so lassen, er würde aber auch dazu sagen, ohne Hygiene. Denn schau, krank werden kann man immer, das weiß man nicht. Ja? Und da geht es jetzt nicht um Infektionskrankheiten, sondern ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendeinen organischen Schaden, ich einen organischen Schaden, der halt dann
ausbricht und dann haut es dich um oder du hast einen Gehirnschlag oder das weiß man nie. Aber es geht eigentlich darum, dass diese medizinische Versorgung mit Hygiene zu tun hat. Ein Beispiel, und da gehe ich jetzt wieder zurück zu dem Franzosen, ich bin mir sicher, dass das auch ein Franzose war, der sich aufgeschnitten hat auf dieser Insel. 365 Tage auf einer Insel, schau dir die Dokumentation an. Und der hat sich da beim Arbeiten aufgeschnitten und das ist richtig eitrig geworden. Und er hat gesagt, er hat jetzt echt Angst, weil das schon weh tut. Oder ich glaube, er hat gesagt, dass es weh tut, es ist in Englisch und ich kann nicht so gut Englisch. Aber er war halt schon nervös und er wollte nicht, dass das zu einer Blutvergiftung wird. Wobei, das ist wieder eine andere Geschichte, aber egal. Und er hat sich das Ganze halt behandeln lassen. Soll heißen, dass eine kleine Verletzung große Auswirkungen haben kann. Nicht notwendigerweise muss, aber durchaus kann. Und das ist der Punkt mit der medizinischen Versorgung. Medizinische Versorgung heißt nicht, dass du einen Schlaganfall hast und einen Herzinfarkt. Wenn die fehlt, das kann man sowieso nie wissen. Aber es heißt, dass die Basishygiene, weil ich habe kein Desinfektionsmittel, ich kann das nicht behandeln, ich habe keine Wundpflaster dabei, die ich wechseln kann zum Beispiel auf Dauer. Oder ja, ich habe jetzt gerade mit einem Beil hier gearbeitet und habe Holz gespalten. Was ist, wenn das abrutscht und ich hau mal rein? Dann habe ich eine stark blutende Wunde. Vielleicht kann ich die abbinden, aber was passiert dann? Oder mit einem Druckverband, muss man ja richtig sagen, mit einem Druckverband abbinden, Notfall. Aber was mache ich dann? Was mache ich, wenn mir eine Schlange gebissen hat? Sehr selten, aber ist nicht undenkbar. Was mache ich dann? Und genau das ist der Punkt. Und wenn mir die medizinische Versorgung da fehlt, nämlich auch die Hygiene dazu, dann habe ich auf Dauer ein Problem. Es gibt natürlich Beispiele von vielen Leuten, die auch länger, Jahrzehnte überlebt haben. Das ist alles überhaupt keine Frage. Nur die Regel und die Ausnahme, du weißt ja, da gibt es ein Sprichwort dazu. Nur weil es eine Ausnahme gibt, heißt das noch lange nicht, dass die Regel nicht gilt. Und ein letztes Beispiel dazu, bleiben wir nämlich beim Rauchen. Ja, bleiben wir beim Rauchen. Es gibt Raucher, ich nenne jetzt zum Beispiel Winston Churchill, einen Politiker, einen englischen, oder ich nenne den Helmut Schmidt, einen Altbundeskanzler, auch schon verstorben, die über 90 geworden sind. Helmut Schmidt sogar fast an die 100, wenn ich mich richtig erinnere. Und das waren Kettenraucher. Der Churchill hat eine Zigarre nach der anderen gepafft. Und Helmut Schmidt, wenn du dir mal ein Interview anschaust, der hat andauernd ein Chicken in der Gosch, wie man in Österreich sagt. Und ist trotzdem so alt geworden. Kann man jetzt sagen, dass Rauchen volksgesund ist? Rauch mal alle, weil wir haben doch Beispiele dafür, dass Raucher gut überleben können. Nein, das werden wir nicht tun. Weil das sind die Ausnahmen, aber die Regel besteht trotzdem. Also, das wollte ich hier jetzt an dieser Stelle mal mitgeben, mit den Prioritäten richtig setzen aus Survival-Regel Nummer 3. Und damit du Prioritäten richtig setzen kannst, musst du wissen, was dich zuerst umbringt. Denn das, was dich zuerst umbringt, das braucht auch zuerst eine Lösung. So, das war jetzt so ein bisschen ein philosophisches Video mal wieder zu meinem Buch Die 10 Survival-Regeln zum Überleben in der Natur. Wenn dich das mehr interessiert, wenn du da mehr machen willst, dann würde ich dir viele andere Bücher lesen empfehlen. Und dich, wenn nicht jeden interessiert das in dieser Tiefe, Überlebenstechniken und Überleben in der Natur. Und deswegen ist dieses Wissen und diese Erfahrungen in der Überlebensszene und besonders auch auf YouTube, wo man halt doch eher auf Komm, erleben und ein bisschen was tun, so Techniken oder Ausrüstung, wo ich ja selbst auch mitspiele, das gebe ich schon zu. Das steht im Zentrum, weil das kann man greifen. Ne? Einstellungen, ja, wie man an die Sache herangeht. Nicht was man tut, sondern wie man es tut und was die Probleme sind und die Herausforderungen. Das ist halt schwieriger zu greifen und teilweise auch nicht so interessant. Kriegt man weniger Klickzahlen, weniger Daumen nach oben und daher ist es auch nicht so publik. Das war's jetzt. Gib mir einen Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Das würde mich interessieren. Komm, lass ein Abo da. Ich gebe dir den Link in meinen Shop zum da. Da kannst du die 600 Survival-Tipps zum Überleben. Da geht es nicht mehr um Kopfsache, sondern da gibt es nur mehr um Tun. In meinem Shop kaufen, wenn du magst. Aber auch nicht, das ist alles billige Eigenwerbung, das weißt du. Anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.